Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Farming Valley. Ja, und während Nizidem in ihrem Let's Play dekadent und ja, total wirr Popcorn herstellt aus ihrem Mais, verkaufe ich ihn. Und habe jetzt schon ein stattliches Sümmchen von 16.615 Gold auf dem Konto. Ja, und der Sommer ist noch nicht vorbei, das heißt, ich werde bestimmt noch so, na, zwei Ernten könnte ich vielleicht noch schaffen. Lohnt sich, und das bedeutet auch gleichzeitig, wir können uns wieder einen Blueprint leisten. Ja, allerdings muss ich da noch ein bisschen was vorbereiten und da seid ihr jetzt dabei, denn am Haus hat sich nicht so viel getan, alleine dadurch, dass ich immer noch kein Dark Oak habe. Und das brauche ich jetzt dringend zum Absetzen, bevor ich nämlich mich hier total verbaue. So als kleine optische Hilfe. Mir wachsen plötzlich nur noch Fichten. Oder die kamen irgendwo anders her, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich tatsächlich weit, weit weglaufen. Mal gucken. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ihr wisst ja, ein Haus, naja, man braucht es ja nicht wirklich. So, was ich aber gebraucht habe, ist gebrannter Stein. Und da habe ich mir jetzt hier einen kleinen Keller eingerichtet in meinem Haus. Ist ein bisschen umständlich, da ranzukommen. Aber hier geht es dann runter. Ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg. Da unten habe ich schon immer ein bisschen Stein rausgehauen. Und ja, ich habe natürlich auch wieder diese komische Mine angebuddelt, die ich mir natürlich jetzt so nicht gebe. Deswegen habe ich doch einfach erstmal wieder zugemacht. Denn die schauen wir uns da mal an, wenn ich nicht mehr von Bienen zu Tode gestochen werde, bevor ich mich mit Schlimmerem anlege. Ja, ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht, wo ich jetzt das nächste Gebäude hinsetzen könnte. Jetzt mal, ja, ohne zu wissen, wie groß es ist. Ich habe hier mal eine furchtbar hässliche künstliche Kante gebaut. Die muss es aber erstmal tun. Was anderes fiel mir nämlich auch nicht ein, muss ich so sagen. Nämlich hier am Goddess Pond soll es runtergehen und auch hier soll es runtergehen. Denn ja, ganz einfach, ich möchte natürlich nicht die ganze Landschaft hier anheben müssen. Also gehen wir jetzt einfach mal hier diese drei Blöcke runter und bauen dann hier weiter und haben hier halt so eine kleine Schräge drin. Wie das ja auch so ist in einem Dorf, die sind ja nicht immer komplett flach, außer vielleicht in Norddeutschland. Ja, Treppenstufen müsste ich hier auch hinlegen. Ich habe auch Holz dabei, aber irgendwie gefällt mir das nicht so wirklich mit Treppenstufen. Man muss ja hier so runterkommen, ne? Komm doch mal runter. Lasst mich mal was ausprobieren. Achso, ich habe hier noch Birkenholz. Das ist auch schön hell. Gucken wir mal, wie das so aussehen würde mit Halbstufen. Wenn man die hier so legt. Da nicht. Haben wir nicht da was Besseres für, zum Beispiel eine Axt. Und ja, hier nochmal. So, dann natürlich hier das Gras wegmäht. Damit man nicht übers Gras stolpert, kann ja gefährlich sein. Dann hier durch diesen Dschungel dann zum Dorf kommt. Ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Stufen werden irgendwie zu hart. Ein zu großer Einschnitt so in die Natur. Rein optisch gesehen jetzt natürlich. Ne? Also nicht in Wirklichkeit. Da ist mir das ja ziemlich egal, was mit der Natur passiert. So bin ich ja hier immer mit der Axt unterwegs und mit der Schaufel und Berge werden abgetragen, aufgeschüttet. Aber bevor ich es jetzt vor lauter vergesse, wenn ich natürlich noch mehr Kohle haben möchte, müssen wir schnell mal hier gießen. Ja, man könnte meinen, ich hätte das schon häufiger gemacht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, das war jetzt recht flott. Ja, mit viel Glück ist da morgen wieder was reif. Ah, oder übermorgen. Nee, stimmt, ich habe quasi gestern habe ich geerntet. Heute habe ich wieder Geld bekommen, also könnte übermorgen wieder was reif sein. So, genug gequatscht. Achso, ich sollte vielleicht noch ein paar Dinge mitnehmen. Denn wenn ich jetzt Julif heimsuche, sollte ich schon mal so die übliche Währung mitnehmen, die er ja immer so haben möchte. Ich nehme einfach mal hier alles an Stein und Holz mit, was ich so habe. Also Eichenholz und gebrannten Stein. Und gucke dann mal, ob der Julif mir dann eine Blaupause verkaufen kann. Ich sage ja immer Blueprint, aber eigentlich ist ja nur eine Blaupause. Oder ein Bauplan. Julif, was geht? Alter. Ja, für 64
und 12.000 könnten wir uns den Fischer bauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn ja, ich habe nicht genug Holz, glaube ich, dabei, um mir den Uhrenmacher leisten zu können, der eigentlich günstiger wäre, aber das Doppelte an Holz braucht. Schwere Frage. Könnte man meinen, aber ich hatte ja gesagt, ich baue ja sowieso alles, also ist es auch egal. Könnten wir doch eigentlich den Fischer bauen, oder? Na gut, ich stelle jetzt wieder so blöde Fragen und egal, was ihr antwortet, es hilft ja nichts. Ich mach's ja trotzdem. Und wenn ihr antwortet, ist es zu spät. Also kaufen wir uns den Fischer. Tada! So, und wir wollen noch nicht gucken, wie er aussieht. Ich weiß, ich mach's jetzt wieder super spannend. Und ich habe ja auch noch genug Zeit, um dann wieder hier die Holzvorräte aufzubessern und dann können wir auch loslegen mit den anderen Sachen. Also gar kein Problem. Ja, die Drawer habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Die sind neu. Hatte ich hier nicht eben Stein? Verarscht mich schon wieder, oder? Wo packt man denn das jetzt mal hin? Diorit, Diorit. Packen wir mal da hin. Ach, da ist der Stein wieder da. Der war doch eben weg, oder? Habe ich wieder was am Auge. Nicht mich verarschen. Da mag ich nicht. So, und der Fischer und seine Frau. Ne, das sind Märchen. Die Fischerhütte sieht sehr klein aus. Ich weiß nicht, wo kann ich die mal so hinstellen? Also so. So. Jetzt darf ich bloß nicht Shift drücken, sonst baue ich sie hier hin. Ah, hat hier so einen kleinen Ladekran dran. Das ist ganz schön wenig Fläche für 12.000 Gold, Herr Julif. Finde ich ein bisschen übertrieben viel. Kann man auch reingehen? Oh, kann man auch reingehen. So sieht's von innen aus. Naja, das gucken wir uns dann später an. So, der Fischer, der muss natürlich ja, aus Gründen der Logik für mich ans Wasser. Auch wenn das hier wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, auch wenn das hier vollkommen egal ist, wo man den Fischer hinbaut. Also ein bisschen authentisch soll es ja schon aussehen. Dafür sollten wir aber hier noch ein bisschen freiräumen, glaube ich. Na, habe ich eine tolle Aufgabe heute. Wir machen Erde weg. So, und den Hügel, den lassen wir da so. Das ist dann der natürliche Übergang. Naja, soweit das natürlich ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Terraforming mache, sieht das immer so ultra, ultra künstlich aus. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, es sieht ganz normal aus, wie es halt so aussieht bei Minecraft. Aber wahrscheinlich, weil man es weiß, dass man da mit der Schaufel rumgeschaufelt hat. Es ist dann immer noch mal eine Spur schlimmer. So, apropos schlimmer. Passt denn das Haus da jetzt hin? Upsa. So, wir gucken mal. Naja, also ins Wasser sollte das ja eigentlich nicht unbedingt reichen, oder? Aber wenn ich schon so viel wegnehme, kann ich auch was hinsetzen. Oh ja, das sind die magischen Momente bei Minecraft. Ja, ich habe gerade keine Schaufel zur Hand, deswegen dauert das jetzt einen Moment. Aber ich hoffe, ihr habt einen Moment mal mitgebracht. Da hinten lauern schon wieder die Bienen, die muss ich dann auch noch wegnehmen. Die werden mich wahrscheinlich immer halb umbringen, wenn ich zum Fischer will. Ich kenne diese garstigen Biester ja inzwischen. So, aber das können wir dann auch später machen, zum Beispiel, wenn Julif am Arbeiten ist. So, jetzt setzen wir das Ganze doch nochmal dahin. Wollte ich das eben setzen? Da. Jetzt steht der Balken. Ach, jetzt ist es genau am Wasser. Das sieht doch gut aus. Gar nicht mal so schlecht. Der Eingang ist hier. Das ist also auch noch praktisch. Gut, ich hoffe, Julif, ja, stört sich jetzt nicht an dieser Baustelle. Aber wir werden es merken, denn wir machen jetzt Shift, Rechtsklick. Yay! So, ich gehe da mal kurz nach Hause. Julef ist auch schon ganz aufgeregt. Endlich kann er wieder was machen. Julef da hinten. Einfach hier durchgehen. Okay, du kannst auch vorne rum. Julef? Du kannst auch vorne. Oh, ja, geh ruhig vorne rum. Ja, ist okay. Wenn er meint. Ich will ihm da gar nicht reinreden. Ist ja auch seine Sache. So, und damit er nicht denkt, ich würde ihn überwachen, tue ich jetzt einfach so, als würde ich hier nur ein bisschen noch Terraforming machen und rumschaufeln. In Wirklichkeit gucken wir ihm zu, aber das verraten wir am besten gar nicht.
und noch einen Schluck Kaffee nehmen. Ach, so. Nur aber, weil es ist auch schon 17:28 Uhr, aber wir haben ja noch Sommer. Haben wir noch so eine Minute Zeit. Und er wuselt schon wieder, der kleine Wuseler. Ich grab nur die Erde um, dumm die dumm. Oh. Nein. Kannst mich einfach ignorieren, Julef. Und das macht er auch. Toll. So, hier so ein bisschen ausfransen. Das noch weg. Sieht doch gar nicht so übel aus. Außer diesem Riesengras, das stört mich irgendwie immer. Und da das Haus ja auch so mickrig ist, kriegen wir das mit Sicherheit morgen fertig. Und dann ist Freitag und wahrscheinlich hat der Fischer freitags zu. Wobei es heißt ja eigentlich, freitags gibt es Fisch. Der kann nicht zu haben. Den Müll da mal hier wegtun. So. Müsste ich auch mal umräumen, habe ich aber keinen Bock. So, Futter habe ich auch dabei, denn natürlich eine Stunde habe ich noch Zeit. Mal gucken, ob ich das jetzt noch gewuppt kriege. Erstmal das Töpfchen wieder auffüllen. Welche Bürste ist die? Natürlich nicht die. Die müsste jetzt eigentlich endlich mal kaputt gehen. Jetzt ist auch die Bürste kaputt. In dem Fall freut mich das. Jetzt habe ich nämlich genug Platz und dann kann ich auch das Futter da jetzt reinlegen. Das mit der doppelten Bürste war ja eher ein Versehen bei mir. Ja. Das Huhn steht natürlich wieder da, wo ich nicht rankomme. Ich glaube, das macht's extra. Ja, und unweigerlich wisst ihr schon, was jetzt wieder kommt. Ich muss wieder mit dem Huhn kämpfen. Möglichst noch bevor es dunkel wird. Oh, Schwein, hallo. Möchtest du auch in den Stall, Schwein? Leider kann ich mit dir überhaupt nichts anfangen, glaube ich. Huhn hat gleich mal vor Schock ein Ei gelegt. Na, geht doch. Ja, nicht immer so rumzicken. Du bist schließlich ein Huhn, keine Ziege. Ei aufgesammelt und dann legen wir uns am besten mal ins Bett. Das kann ich ja am besten. Gute Nacht. Und einen schönen guten Morgen. Es regnet nicht. Der Mais ist noch nicht gewachsen. Ich finde das so toll mit dem Fenster. Kann der Bauer immer entscheiden. Oh nö, heute stehe ich gar nicht auf. Guck mal, hier ist nicht gewachsen. Na, Schweini? Immer noch da? So, als allererstes, damit die lästige Arbeit erledigt ist, Schwein, ich gieß dich auch mit, das ist gar kein Problem. Gibt Katzenwäsche, das ist die Schweinewäsche. Hauptsache, ich habe alles erwischt. Im Zurückgehen immer mal wieder hier den kleinen See anklicken. Mal gucken, was Julif so treibt. Der müsste nämlich sogar fertig sein, so klein wie diese Hütte ist. Oder? Nee, er ist noch nicht fertig. Okay, habe ich zu viel verlangt. Entschuldigung. Er muss noch Deko machen. So, und der Weg könnte ja hier so geschwungen, also hier zwischen ist mir ein bisschen zu eng, der könnte ja hier so geschwungen daherkommen, weil dieser Zaun kommt ja sowieso wieder weg an dem Haus. Habe ich mir so überlegt. Dann könnten wir sogar hier eigentlich noch diesen Uhrenmacher oder so hinsetzen, damit das Dorf hier ein bisschen bevölkert ist, das Rathaus dann da unten hin, das wird so toll. Ne? Richtig toll wird das. Ja, da guckst du. Das Wichtigste ist ja immer, dass das Schild mit den Öffnungszeiten dran ist. Erst dann weiß man, es ist fertig. Der hat gar keine Öffnungszeiten. Was? Wie? Was bist denn du für eine? Bist du irre? Hast keine Öffnungszeiten? Das müssen wir uns mal näher angucken. Oder hängen die irgendwo? Oh Mann.
Guten Tag. Ach nee, das ist gar nicht die Tür. Hallo? Hallo Jakob. Räum doch mal auf bei dir. So. Hey, das ist cool. Tolle Klappe. Hey. Ah. Ein kleiner Speicher. Allerdings nicht benutzbar, Jakob. Kommt man gar nicht hoch. Also hoch schon, aber nicht raus. Bisschen unpraktisch, ne? Es sei denn, geht hier auch der Trick? Nee. Er hat da irgendwas Blaues stehen, wahrscheinlich ein blaues Bett. Hast du in der Kiste? Oh, Fisch. Jakob? Wo ist er hin? Jakob? Bruder Jakob, schläfst du schon? Sonny Lematine? Ding, ding, dong. Na, ist ja toll. Kaum ist er da, schon haben wir den ersten Streik. Hey. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Das war jetzt so nicht geplant. Aber ja, NPCs kann man halt selten einplanen für irgendwas. Jakob? Jakob? Du bist Fischer. Geh da weg. Das ist meine Göttin. Such dir eine eigene. Der hat tatsächlich Öffnungszeiten. Ah ja, der fängt erst um 13 Uhr an zu arbeiten. Na gut. Dann darf er von mir aus auch noch rumlaufen. Warum hat er gar kein Schild an seinem komischen Ding da? Jetzt wollte ich nochmal gucken, da fehlt nämlich noch was zum Angeln. Julif? Ah, Fishing Hole, das kann man nämlich jetzt auch noch kaufen. Das wird man wahrscheinlich brauchen. Aber das können wir auch morgen noch machen. Jetzt ist die Zeit schon so weit fortgeschritten und ich möchte nur noch wissen, was man eigentlich bei dem Jakob so kaufen kann. Also er sagt, er hätte einen Köderladen, einen Baitshop. Willst du mich wieder ärgern? Aha, natürlich. Das ist irgendwie toll, wie man sich auf solche Inventarbugs irgendwann einstellt und damit leben kann. Am Anfang ist es noch super nervig, man fällt ständig auf irgendwas rein und irgendwann ist man dann so abgeklärt und sagt, oh ja, guck mal hier, da ist das wieder. Der Käse, der Quatsch. Und schon akzeptiert man es. Toll. Na, gefällt es dir bei mir? Ach, jetzt hat es doch einmal so gut geklappt. Okay, beim zweiten Anlauf. Das lasse ich auch noch durchgehen. So, gucken wir schon mal. Nach Halbstufen habe ich denn noch. Habe ich denn noch? Natürlich habe ich noch. So Halbsätze sind immer ganz toll, ne? Hat man so viel von. Vor allem, wenn man zuhört. Habe ich denn noch Birkenholz, war eigentlich die Frage, die ich stellen wollte. So umständlich. So, und Ei, Ei. Milch, Milch. Sehr schön. So, was hatten wir gesagt? Also, was hatte ich gesagt? Hier hinterm Zaun soll's so schräg runtergehen. Weißt du was? So. So und so und so. Okay, hier müsste man hüpfen, das ist ja blöd. Habe ich denn jetzt. Ach, natürlich habe ich doch hier. So. Also kommt man hier so runter, so. Ah, vielleicht hier so ein kleiner Linksschwenk. Dann hier so runter, damit es bloß nicht so zu gerade wird. Nicht, dass ich diesen Weg dann jemals gehen werde. Ich werde wahrscheinlich immer über die Kanten hüpfen, aber. Hey, du hast jetzt offen. Wo ist denn der Kasper jetzt?
Will ich noch wissen, was der verkauft? Das kriegen wir noch hin. Ist das Freitag? Ist es 1 Uhr PM? Und er steht am Pontraum. Was soll das? Was ist das für eine Arbeitseinstellung? Hast du Homeoffice oder was? So, chatten wir erstmal kurz mit ihm. Eines Tages werde ich einen ganz tollen Clownfisch fangen. Ich verspreche es dir. Okay, der schenkt mir keine Erstausstattung. Aber ich kann was kaufen bei ihm, nämlich ein automatisches Fishing-Net. Ein Fishing-Netz, immer dieses Halbzeug. Also ein automatisches Fischnetz, einen Ender-Fischhaken für 2500 Gold. Das Fischnetz kostet 75.000, also ihr könnt ja selbst lesen. Eine goldene Angel, eine Diamantangel, eine Eisenangel. Oh, die ist bestimmt toll. Die trägt man bestimmt gerne. Und eine ganz normale Holzangel, oder? Wooden Fishing Rod von Aquaculture. Oder ist das eine andere Angel als die normale? Das werden wir noch rausfinden. Aber ich fürchte nicht mehr heute, denn jetzt habe ich schon meine 20 Minuten überschritten. Deswegen mache ich jetzt ganz schnell und sage Tschüss, macht's gut, bis morgen.